Hallo und herzlich willkommen zurück bei Tom Clancy's Division 2. Schön, dass ihr wieder mit reinschaut. So, wir sind in der Operationsbasis. Ich habe den Kopfgeldeinsatz leider abbrechen müssen, weil ich gestern die gestrige Folge hochladen wollte. Also schnell geschnitten, gerendert und hochgeladen. Während ich quasi die Folge jetzt aufnehme, lädt die andere hoch. Die Kommunikation, Sicherheit und medizinische Versorgung deutlich verbessert. Im Lagezentrum gibt es ein Überwachungsteam, neue Funkkoordinatoren und einen Bereitschaftsraum für... Schön. Operationsbasis, das Weiße Haus, ist wirklich fertig. 8 von 8 hat es geheißen, gell? So, ich gehe noch mal kurz raus. 8 von 8. Wir haben alles erfüllt. Bei den Sachen hier. Der Campus ist auch fertig. Da muss ich auch noch mal hinreisen und schnell gucken, was da passiert ist. Aber zunächst einmal... Ich möchte ein bisschen was verkaufen. Was darf's denn heute sein? Inventar. Oh, da gibt es ein bisschen was. Was hast du hier? Den Rucksack nehme ich mal nett her. Was hat der für Attribute? Ein Deckungswechsel. Gewährt Ihnen und allen Verbündeten 10 Sekunden lang 15%ige Rüstung als Bonusrüstung. Okay, der Wert verdoppelt sich, wenn Sie innerhalb von 10 Metern von einem Gegner landen. Okay. Ja, Mai. Schweck. Schweck. Oh, 30k. 5 Patronen. M44 Jagdgewehr. Mhm. Leer, leer, leer. Könnten wir aber alles integrieren. Behalte ich. Masken weg. So. Was könnte man eventuell kaufen? .000 Rüstung. Für wie viel? 1650. Wir haben 17,5 mittlerweile, oder? Warte mal, den nehme ich mit. Erich Brustkorb. System. Den nehme ich. Kaufen und modifizieren. Kaufen und anlegen. Kaufen und anlegen. Den modifizieren wir dann gleich noch. Das war mal ein guter Kauf, bin ich der Meinung. Sag mal, was hast du hier noch so? Die Rucksäcke weg. Machen wir wegnehmen. Alles unter meiner Stufe, habt ihr ja gesagt, gell? Oder zwei. Alles weg. Brauchen wir jetzt nicht. Da war vielleicht wichtig. Gut. Gut, alles klar. Und wir sind schon wieder bei, haben nichts verloren, sozusagen durch den Verkauf. Machen wir mal so. Perfekt. Wahrscheinlich sagt ihr dann auch gleich wieder in den Kommentaren, ah, du hast das und das verkauft. Nein, das war wichtig. Oder war gut. Ja, ja ich bin da eher so dieser, Inventarmanager, alles looten und alles verkaufen. Alles, was Kohle bringt. Was nicht immer richtig ist. So, wir haben hier die Weste. So, die wollen wir modifizieren. Lass mal sehen. Leer. Was können wir denn machen? Verteidigungsprotokoll Ausdauer. Nimmst du mal. Voll gut.
So. Mal den. Dass sie hier den Brustpanzer, den neuen wahrscheinlich. Nee, die Knieschoner. Wir haben immer noch brutal viel dabei, gell? 39 von 90. Meint man gar nicht. Genau, und dann wechseln wir mal die Minen. Die tauschen wir jetzt mal aus. 31 Punkte, guck dir das an. Das nehmen wir für die Vorteile her. Ich hätte gerne das Geschütz wieder. Dieses welches? Details. Wir nehmen, ich glaube, den das ist jetzt das Standardmäßige. Das ist Sturm. Genau, das war Flamme oder Verbrenner. Und das ist Scharfschützen. Pau. Nee, ich nehme den. Viel hilft viel. Genau. Den kann man bestimmt noch modifizieren. Ah, ich möchte diesen gerne anlegen. Ich kann nicht die Fertigkeit austauschen. Habe ich die immer bei mir? Wahrscheinlich, gell? Da fehlt mir noch ein paar Stufen. So. Hier können wir aber weiter arbeiten. Freischalten. Das ist nur ein Punkt. Sehr gut. Wir erreichen jetzt Auszeichnung. Taktische Tötung. Kills durch Zerstörung von Umgebungsobjekten bringen einen EP-Bonus. Das ist schon mal sehr gut. Haben wir hier auch fast alles, gell? Das ist echt cool. Und hier können wir auch gleich den nächsten noch mitnehmen. Da haben wir Überlebender. Für längere Zeit nicht zu sterben, alleine oder in einer Gruppe, bringt einen EP-Bonus. Entschuldigung, ich habe sehr trockene Lippen irgendwie. So, Mitarbeiter. Da haben wir so die Emma Richards. Tut die komplett die voll. Warte mal, Inventar. Ich hätte gerne die ausgetauscht mit dem Geschütz. Mit der Variante auf den auf E. Jawohl. Und schließen. Hammer. Platz ist zugewiesen. P-Werte inspizieren. Werte anzeigen. Das passt. Super. Haben wir jetzt die Geschütze und die Drohne wieder. Oder die Drohne immer noch. So, gut. Wir gehen weiter. Lang rumgemacht jetzt hier. Wir müssen da runter. Stark. Was hast du denn hier? Oh, was schalten wir jetzt frei? Eine Ansprache vom Präsidenten. Cool. Das war jetzt aber nicht das Ende, oder? War nicht das Ende, gell?
Weil wir haben noch einiges zu tun. Genau, das war nämlich... Hier müsste man noch... Oh, das ist auch ein neuer Nebeneinsatz. Angriffsaus, historische Viertel. Müssten dann hier auch noch hin. Aber ganz ehrlich, Leute, ich sag euch was. Ich hätte ja mal richtig Bock... Boah, was ist da? Oh, hier wird wahrscheinlich... Oh, Capitol Hill. Oder Capitol Hill. Da wird das Ende sein. Das haben wir gemacht, das haben wir gemacht. Das haben wir noch nicht gemacht. Hier müsste man noch hin. Stufe 6. War das hier nicht auch höher? Jetzt bin ich ein bisschen überfordert. Ich wollte eigentlich hier diese Polizei, das Polizeihauptquartier machen. Stützpunkt. Distrikt Union Area. Stützpunkt. Hyannas Verletzung. Eliminieren Sie die verbleibenden Ratsmitglieder der Hyannas in der District Union Area. Das gehört zur Story. Hagot, Margot, Edeltraut. Jetzt wird es aber echt... Es wird interessant, sagen wir es mal so. Es wird echt interessant. Da kommt immer wieder was Neues dazu. Und es wird interessant. Hier ist auch wieder was Neues. Nee, Einsatzgeber, das ist auch was Neues. Hier sind wieder neue Punkte. Hier müssen wir noch ein bisschen was einsammeln. Definitiv. Da auch. Ach, das ist ein ganz großer Abschnitt. Ich würde sagen, wir machen erstmal diesen Distrikt hier fertig. Damit wir da auf den Nenner kommen. Weil da sind noch zwei Aufgaben. Mal schauen, wo die uns hinschicken. So. Aber zuvor müssten wir, glaube ich, nochmal irgendjemanden Hallo sagen. War das nicht so? Nee, der ist nicht. Da ist er. Nachschublieferung in der Nähe. Schauen, mit den Projekten abgeschlossen, dass wir die Punkte noch abholen. Jede Hilfe, egal welche, wäre äußerst willkommen. 36.000 ist ja krass. So, das sind noch die Projekte, die wir beenden müssen. Das wäre in West End abschließen. Das wäre irgendeine Aktivität. Dann haben wir hier Aktivitäten in Westbound. Da müssen wir noch hin. Das sind alles Campusaufgaben hier. Wahnsinn. Ja, brutal. Ja, das wird nach und nach, denke ich ja mal, beendet werden. So, warte mal. Wo haben wir jetzt den ersten Einsatzgeber? Der ist hockt da hinten. Wer bist du denn? Zeig mal her. Wo liegen deine Extreme? Oder was hast du? Kevin Green. Einsatz annehmen. Sanitäter. Ach Quatsch. Schon gehört? Das Lager an der Constitution wurde überrannt. Einige der Ärzte dort wollten es als Klinik nutzen. Ich bin nur knapp entkommen. Zum Glück hat mich der Campus aufgenommen. Die anderen wollten ihr Glück in der Kanalisation versuchen. Ich mache mir Sorgen um sie. Sie sollten hier sein, nicht in so einem schmutzigen Rattenloch. Würden Sie nach Matty Tran Ausschau halten? Sie führte die Gruppe an. Matty Tran. So, wo blitzt jetzt diese Mission auf? Das ist diese hier, oder? Vermisster Campus-Patrouille. Das Lager an der Constitution anruft, schon einige Ärzte in die Kanalisation. Finden Sie sie, sie brauchen Hilfe. Das wäre hier. Und hier sind noch einige Boxen, die wir aufsammeln müssen. Dann reisen wir doch hier schnell zu dem Safehouse. Der Laden. Viertelstunde nichts gemacht, hey. Oh, cooles Zeichen. Umbrella, cool. Was ist denn hier los? Umbrella, yay. Das ist ja cool. Ich bin ein Resident Evil Fan. You know what I mean? Huh? Oh. Yes. Yes, sir. We go and check it out. Ja, ja, das ist schon recht. Entschuldigung. Nee, aber ich bin ein richtiger Resident Evil Fan. Verbündeter Kontrollpunkt in der Nähe erkannt. Und, finde ich cool, das Outfit. Aber es ist cool, aber dennoch würde ich nicht irgendwie Geld dafür ausgeben. Oder, ja, wenn man es freispielen kann, gut, dann würde ich es auch anziehen, bin ich ehrlich. Aber diese ganze Kosmetikgeschichte, das ist nicht meins. Oh, das wieder. Zeig mal her, hier.
Warte mal, habe ich schon das neue Scharfschützengewehr? Nee, gell? Ich kann nicht ins Wasser gehen. Was hat er jetzt fallen lassen? Vermisste Campuspatrouille, die müssen wir erstmal finden. So, bevor wir weitergehen, ich wollte doch das Scharfschützengewehr ausrüsten. Dieses welches. Boah, Entschuldigung, meine Nase, die macht gerade ein bisschen Rabatz. Hier. Ah, wir können doch keinen Schalldämpfer machen, gell? Schaden durch kritischen Treffer, oder? Nimm den da. Das passt. Das ist leer integriertes Magazin. Ah! Müssen wir basteln. Ich möchte das gern wieder im Purpur haben. Feindliche Übertragung erkannt. Hier ist nichts zu sehen. Nahrung viermal. Wir sind gleich da. Dra. Was ist denn los mit mir heute? Das ist ja gar nichts. Schuss kommen. Reicht nur einer. Sie sollten gleich am Eingang zur Kanalisation sein. Halten Sie Ausschau nach den Ärzten. Auf dem Campus warten Betten auf Sie. Das habe ich nicht kommen sehen. Zu nächster Nähe, krass. Yay. Voll gut. So, ab in den Kanalisationseingang. Der ist ja gleich hier. Da wechseln wir gleich die Waffe. Zack. Ein Skelett, okay. Die Musik ist ein bisschen angenehm, gell? Wirklich angenehm. Die ist wirklich toll. Ich mag diesen Soundtrack. Der erste, der war schon mega. Der hätte uns sehen müssen.
Die Waffe macht Spaß. Die sprengen sich da irgendwie gegenseitig in die Luft, kann es sein? Ventil drehen, wahrscheinlich um hier das Feuer auszustellen. Ist so nett. Aha. Tasche, Tasche, Kiste. Ich kann keine Komponenten mehr aufnehmen, echt. Ich habe gedacht, wir haben das getuned mit 200. Dass wir nochmal 100 mehr mitnehmen können. Diese Gitarre, dieses Dong. Das erinnert mich auch so ein bisschen an Parasite Eve 2. Kennt ihr das noch? Ein mega gutes Spiel. Das war gut. Hey, Waffe runter und Hände hoch. Ach so, ihr seid das. Die wissen, hä? Okay. Schon gut. Das ist ein Division Agent. Wir kommen aus dem Lager an der Constitution. Die Outcasts haben uns gnadenlos verfolgt und wir haben uns gerade auf unser letztes Gefecht vorbereitet. Ehrlich gesagt, könnten wir ihre Hilfe verdammt gut gebrauchen. Die meisten hier sind Ärzte, keine Kämpfer. Sehr gut, Ärzte kann man immer gebrauchen. Folgen Sie mir, wir erwarten einen Angriff von den U-Bahn-Gleisen. Warte, lass mich erstmal ein bisschen klauen. Ah, Granaten haben wir noch, gell? Ja, Platte war das. Checkpoint erreicht. Da oben ist auch noch eine Tür, oder? Was macht die? Ja, voll reinhalten, das ist ja geil. Sehr gut, da kommen sie noch. Voll gut, das ist eine richtig gute Feuerkraft. Und boom. Oh, ein großer. Scheiße, ja. So gerne. Voll gut. Ich hätte nicht gedacht, dass ich nach meiner Zeit als Freiwillige im Kongo nochmal um mein Leben kämpfen muss. Mein hippokratischer Eid gilt nicht für Psychos, die versuchen, mich oder meine Leute umzubringen. Sagen Sie Henry, dass wir seiner fröhlichen kleinen Bande beitreten werden.
Wir haben Ärzte und Krankenschwestern, die sich nur zu gerne einbringen würden. Okay, super. Die hat das schon alles gesagt. Boah, das kann ich sie nicht nutzen. Sag jetzt bitte nicht, dies verbuggt die Mission. Nee, geschafft. Sehr gut. Jawohl. Sie werden der Klinik helfen, sobald sie gegessen haben und ausgeruht sind. Sehr geil. Toll, toll. Also über die U-Bahn gehen wir wieder zurück. Richtig gut. Das Seil. Jetzt. Ich dachte mir, hä, wo muss ich denn jetzt hin? So, da müssen wir hin. Ab zum Seil. Na auf, raus aus der Kanalisation. Sehr schön. Auf die Map. Da ist der Kontrollpunkt und hier sind noch die Sachen. Ist auch ein ziemlich langer Distrikt. Der ist neu. Unbekannt. Haufe Zeug zu erledigen, Leute. Mhm. Genau. Aber wir reisen zurück zum Campus. Na gut. Findet ihr das eigentlich in Ordnung? Die Mischung zwischen Let's Play und Live-Let's Play, also die Sachen, die ich gestreamt habe, von Division 2, dass ich die mit hochlade? Oder findet ihr diese Kombo nicht so toll? Das wäre mal interessant von euch zu erfahren. Die spielen schön. War hier nicht was fertig? Uns gehen gerade eine Menge Dinge aus. Können Sie uns helfen? Nee, aber hier war noch eine. Hier war noch eine Mission. Hier hockt da hinten. Und die machen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid bei Tom Clancy's Division 2. Ciao. Macht's es gut.